Hallo und willkommen zurück zu Viva Piñata. Genau. In den letzten Folgen, weißt du noch, was wir gemacht haben? Laden wir den Garten und lassen uns überraschen. Okay, wir betreten den Garten. Ich weiß nur, dass das letzte war, dass wir euch versprochen haben, nicht mehr so viel die Pflanzen zu bearbeiten, weil das in den letzten 3 Folgen recht ausgeartet ist. Dafür haben wir auch gut Umsatz gemacht. War ich sehe Sidos in der Ferne. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir... Genau, wir wollten Enten fangen. Ah. Okay, also wird's in dieser Folge doch noch etwas mit Pflanzen. Aber auch nur ganz kurz versprochen. Denn wie heißen die? Wie bitte? Quackberries haben wir. Im Moment keins. Ich bin mir sicher, dass wir bereits eins haben. Wir hatten bereits eins? Bist du dir sicher? Du kannst im Buch die Bewohner nachschauen. Hier ist Sidos, haben wir uns... Überprüfen wir erstmal Sidos. Da ist der hin. Sidos konnte schon mal besser werfen. Ja. Mais, wie praktisch. Siehst du, das hat uns gespart, eine zu kaufen? Ich glaube, das sind 2 oder 10 Taler. Egal, was ich gucken wollte, war... ob wir jemals ein Quackberry hatten. Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, wir hatten eins, aber irgendwann wurde unser Quackberry... Nein, hatten wir nicht. Das kannst du überprüfen, wenn du auf Spielerauszeichnung gehst. Wo denn? Einen Moment. Piñata-Auszeichnung. Und da müsste ein Eintrag unter Quackberry sein. Okay, wir hatten tatsächlich noch keine. Habe ich dir doch gesagt. Na gut, die Bedingung ist, eine Maispflanze im Garten zu haben, damit die zu uns reinkommen. Und Brot. Aber ich fürchte, dass das tagsüber sein muss, oder? Meinst du nicht? Ich bin mir da nicht sicher. Na, dann warten wir, bis es hell wird und dann machen wir das noch. Und in der Zwischenzeit haben wir hier ein paar Risins. Wollten wir die verkaufen? Kommt drauf an, ob wir Risins oder Bienchen züchten. Ich dachte, wir machen Bienen zuerst. Nein. Ganz einfach, weil Risins Honig benötigen und da wir... Ja. Guck mal. Ein Notgut. Okay, wir hatten den Vogelmeisterzüchter. Was wollten wir damit nochmal machen? Einfärben? Richtig. Und dann verkaufen. Die restlichen übergebliebenen. Na, ich habe da noch eine bessere Idee. Welche? Nick geht's wieder gut, das ist schön. Jetzt fehlt uns noch ein Häschen. Was ist das? Das müsste ein Kürbis sein. Das war, glaube ich, eine Sonnenblume. Oh. Ja, das war unsere Sonnenblume hier? Ja. Oh, da hat jemand unsere getunte Sonnenblume angefressen. Wer macht denn sowas? Diese Tafflei da. Ach, stimmt. Diese kleinen... Oh, nein, ich wollte das nicht bepflanzen mit Rasen. Ich wollte das hier gießen. So. Da die kleine Nimmersatz sind, was Wasser angeht, müssen wir hier öfter noch mal vorbeischauen. Ist ziemlich berüchtigt dafür, dass wir schon Brunnenkresse verloren haben, weil die Pflanze, die am Wasser lebt, das meiste Wasser benötigt, paradoxerweise. Der Maiskolben ist durch. Na toll. Wir brauchen natürlich Mais können wir zu Brot tinkern. Wie viel Brot sollte der denn essen? 2, oder? Soweit ich weiß. Aber je mehr Brot wir haben... Oh, und wir haben die Raisins gerade verkauft. Na toll. Nun, wir müssen ja auch noch keine Newt Guts paaren.
Auch wenn die recht niedlich sind. Ich wüsste nicht, was das nächste wäre, was wir da Meister züchten. Also ich hatte eigentlich vor, dass wir uns von unten nach oben arbeiten. Welche denn? Tuffleys? Tuffleys? Sollen wir uns in Tuffley-Hütte setzen? Noch nicht, oder? So, lass uns das ruhig jetzt schon machen. Warum denn nicht? Na gut. Morgen, Chef! So, nach langer Zeit hat er mal wieder einen Auftrag. Und zwar denn Tuffley dürften recht einfach sein und... Wir haben bereits zwei, wie heißen die Frösche? Aber wo wollen wir die Tuffleys hinsetzen? Nicht so dicht an das andere Gehäuse, weil die sich gegenseitig in der Bewegung blockieren. Also hier? Ich denke. Okay, dann gehen wir auf Platzieren und platzieren das mal hier. Ja, das sollte... Nachdem ihr nämlich gesehen habt, wie traurig Worms werden, also werden können, wenn man deren Häuschen löscht, bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das mit den Vögeln hier unternehmen. Ich hätte da eine Idee, aber dazu später mehr. Okay. Die Sonne geht auf. Endlich. Ja, aber dann wird's perfekt, um ein paar Maispflanzen zu kaufen. Aber ich würde die erst nacheinander einsehen, sonst genau. Haben wir... Genau. Also beginnen wir mit einer Maispflanze. Wir können die Samen auch nur kaufen und in die Ecke stellen. Das meinte ich doch. Guten Morgen! Immer dieser Bug. Ja, es ist Lotti Glitchelot. Oh, 7. Einmal pflanzen und die restlichen platzieren wir dann einfach. Okay. So. Oh Gott, das Geräusch. Wenn jetzt nicht eine Quackberry kommt, dann kriege ich einen Anfall. Ich sehe eine Shellybean. Ach, der werkelt hier schon. Fleißig, fleißig. Immerhin haben wir da hinten auch unseren komischen Totem stehen. Wir haben gerade mal 2 gezähmt. Das dritte war, glaube ich, die saure Crawler. Hatten wir die schon am Hals? Nein? Vielleicht? Machen wir weiter, kriegen wir Level und dann... Oh je. Wir könnten den Maiskolben verfüttern. Oh, wir haben schon einen grünen Vogel, da rumfliegen. Den Maiskolben verfüttern? An wen denn? Probieren wir... Ich gehe mal kurz von dem Hüpfgeräusch weg. Du kannst dem Hüpfgeräusch nicht entkommen. Hier weit und breit kein Quackberry. Ist unser Garten voll? Woran sieht man das? Auch das Tagebuch. Das ist eigentlich ein nützliches Hilfsmittel für... Ja, aber wo? Garten... Nein, warte... Ich glaube unter Platzinfo, also Gartenbereich. Kann man hier weiterblättern? Nein? Nein. Okay, da doch. Nein, wir haben noch viel Platz. Okay, daran kann es also nicht hapern. Kann doch nicht so schwer sein, ein Quackberry hinzukriegen. Oje, die vertrocknet gerade so ein bisschen. Obwohl, eigentlich wäre Vertrocknen die beste Wahl, dann hat man länger Maispflanzen im Garten. Ja, wir müssen eigentlich darauf optimieren, dass Quackberries kommen. Sobald wir eins haben, können wir ja Gretchen bitten, uns weitere zu holen. Aber ich sehe keinen Quackberry hier weit und breit. Allerdings weiß ich, was wir mit der Schaufel machen können. Mit der Schaufel, was sollten wir denn machen? Das Gebäude freilegen, das kriegen wir auch klar. Richtig, ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich nicht. Ich glaube, das hat irgendwas mit Fliegen zu tun. Na. Es ist eine Fliegenfalle? Irgendwie schon. Mit Kissen und einer Blume. Blumenersatz. Nun ja. Und sehr viel Freifläche innen. Okay. Was bräuchte denn eine Tuffley? Ich bin mir sicher, dass... Oh. Oh, Mondblumen.
Das kriegt man doch hin. Haben wir irgendwo eine? Natürlich. Ach, stimmt ja. Wir haben sogar vier. Nein, doch. Das mit dem Mais klappt jetzt aber nicht so gut. Holen wir den Tinker. Oh. Wie haben wir das geschafft? Durchs Blümchen essen. Außerdem haben wir einen neuen Squasil-Bewohner. Mhm. Squasils sind so an sich ja niedlich, aber die machen auch viel Stress. Ein Ivor. Ein Bettler. Er muss vom steigenden Wert deines Gartens angelockt worden sein. Apropos steigender Wert. Können wir den Mais, der bereits da herumliegt, tinkern? Klar können wir. Und die Äpfel? Ja schon, aber ich wollte eigentlich lieber einen Quackberry haben, als dass ich da... Da kommt ein Quackberry. Also schnell noch eine Maispflanze pflanzen. So, dass wir eine unnötige Arbeit ja gelohnt. Eine der seltsameren Bedingungen in Viva Pinata erfüllen. Ja, und dann gießen wir die, bevor die ganz vertrocknet. Eingehen soll sie ja auch nicht, aber eben nicht so schnell wachsen. Jetzt komm auch. Das Ding soll sich hier reinbewegen. Wir haben genügend Wasser. Wir haben eine Maispflanze im Garten. Was will es denn noch von uns? Nein, geh nicht wieder weg. Wir haben weitere Mondblumen. Ja, und wir haben einen Mondblumensamen. Und wir machen wieder genau das, was wir nicht machen wollten. Uns sehr über Pflanzen. Und umpflanzen, guck mal. Aber diesmal machen wir es, damit wir Tough-Light-Züchter werden. Danke, Sidos. Also eine Karotte, dann kriegen wir mal wieder ein Häschen. Da ist ja noch ein Tulpensamen. Oder keine Tulpe. Ah, hier ist er ja. Nein, nicht der Wurm. Das ist also Ivor. Guten Tag. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich sehe, wie dieser Ort zu neuem Leben erweckt wird. Andererseits muss ich selbst jetzt anscheinend ziemlich harte Zeiten durchmachen. Ich frage äußerst ungern ab. Ja, können wir. Und für Leute, die länger dabei sind, unter Rot. Ah. Wenn man länger dabei ist, nein, verdopple. Verdoppeln? Nein. Ja, doch, bitte. Na komm, wir sind mal nicht so geizig. Du bist wirklich sehr großzügig. Ich möchte, dass du weißt, dass sich die Dinge dank deiner Gabe und deiner Freundlichkeit bis zu unserer nächsten Begegnung geändert haben werden. Im Moment musst du dich allerdings mit dem Dank eines Bettlers und seinem letzten Lebewohl begnügen. Okay. Wir waren so großzügig, dass wir auf lange Sicht gespart haben. Ach Mist, guck dir das doch an. Kein Quackberry. Ich weiß nicht, was das Viech dazu bringt, wirklich bei uns zu bleiben. Lass die Maispflanzen ein wenig trocknen, fürchte ich. Nein, ich glaube, wir holen uns Bad. Genau. Ja. Und holen uns enorme Mengen Brot. Immerhin haben wir gespendet, wir müssen wirtschaftlich wieder hochkommen. So. Na. Hat er jetzt irgendwas abgebrochen? Du kannst auch Brot nochmal tinkern. Und dann? Kann man das? Ja, kann man. Bringt das was? Ja. Okay. Wir haben noch nicht die Äpfel. Wer ist denn hier so unglücklich? Ah, der Schmetterling. Warum? Wurde. Setz dich doch da hoch, da wirst du nicht gestört.
Das funktioniert so nicht. Oh, warte mal kurz. Genau, dann kann er sich doch da hochsetzen, ne? Unsere Tough-Life-Bemühungen? Wir haben sicher noch eine andere. Hier, Tough-Life 7? Oh, wie süß, guck mal. Was auch immer die da macht. Seltsame Dinge. Ja gut, aber wir müssen da oben an die Tafel rankommen. Ach, Menno. Nein. Fliegende Pinatas sind schwierig. Ihr kennt das schon vom letzten Mal mit den Vögeln. Da hat man ordentlich zu tun. Tada! Schau mich an. Ich habe mich ganz schön gemacht, was? Der neue Hygienestandard ist nicht die einzige Veränderung. Ich habe außerdem hier im Dorf einen neuen, tollen Laden für all die vielen außergewöhnlichen Dinge eingerichtet, die ich bei meinen zahlreichen Reisen so finde. Entschuldige, dass ich so selten da bin, aber wenn der Laden geöffnet ist, musst du unbedingt vorbeischauen und dich gründlich unter den Sachen umschauen, die ich auf meiner letzten Reise gefunden habe. Hoffentlich bis bald. Verwandlung des Bettlers. Und wir haben einen neuen Laden freigeschaltet. Ach, woher wusstest du das schon wieder? Egal, warum frage ich eigentlich? Kann man den nochmal... Indem ich ein recht fotografisches Gedächtnis habe, was Spiele kann angeht. Kann man den nochmal zu irgendwas... Nein. Nur noch Bronze-Tickets. Ach so. Oh, hier vertrocknet gerade eine Pflanze. Nick hat Angst, nass zu werden. So, jetzt haben wir hier eine halbe Tonne Brot. Ja. Ups. Und wir haben noch etwas Besseres. Hm. Moment. Was denn? Oder, glaube ich, noch mehr Brot. Irgendwie gehen mir diese Geräusche gerade auf den... Ja. Also irgendwie, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Quackberries sind schon anstrengend. Ja, es ist umständlich, eine Quackberry zu kriegen. Ja, noch so ein Hüpfeding. Bin ich die Einzige, die das nicht hören kann? Nun, ansonsten würden wir mehr Zeit mit Pflanzen verbringen. Es ist immer so blöd dunkel in der Nacht hier. Ich meine, man sieht zwar noch. Aber ich glaube, es wird auch wieder morgen, richtig? Du musst den Weg freimachen für Bart. Ist der etwa so, dass er nicht da durchkäme? Tada! Was haben wir denn da jetzt? Ein Sandwich. Schon klar, aber was Wie macht du man siehst, damit? Mit Olive und Zahnstocher und Käse sowie Salat und ich glaube Ei. Und Mayo. Und Mayonnaise. Na toll, und jetzt? Nun, jetzt könntest du es verkaufen. Außerdem glaube ich, dass eine Quackberry das Sandwich fürs Essen benötigt. Ja? Für die Paarung. Dann lassen wir das erstmal hier. Ich weiß nicht, wenn es Mayonnaise enthält, kann es schnell schlecht werden. Ist nicht so schlimm. So. Man braucht ja nicht so viel Brot. Wir haben ja zwei hier rumstehen. Meinst du nicht? Ja. Dann gucke ich schnell, was eine Quackberry nochmal braucht. Das war doch eigentlich nur die Maispflanze, oder? Deswegen regt mich das ein wenig auf. Das kann doch nicht sein, wir versuchen hier... Schauen wir mal Ivors Sortiment. Guten Morgen. Ach, ist Ivor da? Ja.
Warte. Glitchelot. Ich wollte noch ein paar Maispflanzen kaufen. Ich glaube, die Crackberries arbeiten zusammen mit der, damit wir so viele Maispflanzen kaufen. Dass wir irgendwann arm sind. Nun, zuerst gehen sie uns auf die Nerven und dann ziehen sie uns das Geld aus dem Portemonnaie. Okay, der Mais wird leider jetzt fertig werden. Okay, wir gehen. Unsere Tafler sind draußen. Wo ist die andere? Einen Moment da. Nein, nicht wieder reinfliegen. Es ist Tag. Ah. Vorsicht. Super. Na, was ist das denn für eine Verarschungsfliege hier? Das sind alle fliegenden Pinatas. Setz dich doch einfach. Versuch's auf jetzt. Eine Puzzlegang. Dein Garten macht sich. Wir haben ein Level erhalten und. Oh Gott. Oh je. Ich dachte, wir bekämen ein neues Pinata, aber diese Typen sind zu tätowiert, um Pinatas zu sein. Das sind ja auch Raudis. Okay, wir haben eine neue Schaufel bekommen. Eine Schaufel mit Zacken. Wenigstens hast du eine Schaufel, die eines echten Gärtners würdig ist. Jetzt gibt es nicht mehr viel, was du nicht tun kannst. Siehst du die gezackte Kante an dieser Schaufel? Damit kannst du alle Bäume fällen, die du nicht mehr brauchst. Okay, das heißt, unsere Schaufel macht jetzt mehr Schaden an Bäumen? Ich würde nur gerne die Tafler so weit kriegen, dass wir da neue Tafler machen können. Aber das mit den Maispflanzen ist immer so eine Herausforderung. Naja, wir brauchen kontinuierlich eine Maispflanze. Und hier lässt sich auch nirgendwo ein Quackberry sehen. Nein, aber selbst du hast ein Häschen angelockt. Ach, und da hinten sehe ich einen Roadie. Der soll bloß wieder Könnten gehen. Könnten wir nicht einfach bei der nächsten Gartenvergrößerung einen Zaun um unseren Garten machen, um diese Radau-Burschen fernzuhalten? Dann kommt Pinatas doch auch nicht rein. Nein, aber vielleicht können wir ein Gartentor machen. Bleib bloß unserem Garten fern. Na, es sieht so aus, als würde er gleich bei uns reinmarschieren. Oder? Nein. Wobei ich mich frage, warum es auf einer Insel wie Pinata Island überhaupt Raudis gibt. Ja, ich mich auch. Eine so friedliche Insel und dann gibt's da... Apropos? Vielleicht hat Pinata Island ökonomische Probleme. Hat die jetzt gegessen oder nicht? Nein. Na los, Tafler. Wunderbar. Okay. Unsere Tafler sind bereit. Und wir haben ein weiteres Quasil. Ja. Okay, die Tafler ist aber jetzt leider in einem ungünstigen Moment... Schaufel? ...in das Häuschen geflogen. Oh nein, sie kommt raus. Ebenfalls mit der Schaufel antippen. Wenn das nicht so umständlich wäre. Ich weiß. Bringen wir es hinter uns und dann müssen wir... Wo ist die andere denn jetzt? Nein. Und das Blöde ist, dass die Kamera sich mit der Schaufel auch noch mitbewegt.
So dass man auf keinen Nein, Fall... Nein, das Blöde ist, dass man immer darauf achten muss, nicht die Behausung zu zerschlagen. Jetzt aber. Ich hoffe. Na gut, das kriegen wir gleich noch hin. Wählen wir das Newtgard? Erstmal muss diese Toughfly... Na also. Okay, uns erwartet ein neues Techtelmechtel-Spiel. Oh Gott. Das sieht schon anders aus. Ich glaube, wir konzentrieren uns vor allem auf neue Toughflies. Das sagst du? Ja. Schließlich ist der Verlust beim Misserfolg höher als der Gewinn durch 20 Münzen. Okay. Immerhin noch 8 Münzen. Oh, Das Bitte? Minispiel bei den Toughflies bildet einen Haufen nach. Oh, na toll. Jedenfalls können wir den gleich einpacken. Ja. Wollen wir erst das Video schauen oder einpacken? Ich glaube, wir schauen erst das Video. Damit beenden wir, glaube ich, die Folge und ihr seht, wie es weitergeht. Okay, bis zum nächsten Mal.